Ich zeige dir jetzt in unter 60 Sekunden, wie du ein kinderleichtes Freundschaftsarmband machen kannst. Du machst insgesamt 8 Schnitte in eine runde Pappscheibe, nimmst den Bleistift und machst ein großes Loch in die Mitte. Du schneidest dann 37 cm lange Fäden ab, machst nach ungefähr 7 cm einen Knoten, fummelst den irgendwie durch das Loch und dann geht's los. Und jetzt kannst du einfach die Fäden auf die Pappscheibe sortieren, also in jeweils einen Schlitz, aber Achtung, einer bleibt übrig. Die leere Kerbe muss immer nach unten zeigen und du zählst jeden dritten Faden ab. Also wir drehen im Uhrzeigersinn, die Kerbe liegt unten, 1, 2, 3. Dann nehmen wir den orangen Faden, machen den in die leere Kerbe, drehen wieder im Uhrzeigersinn, 1, 2, 3 und jetzt ist der Lederfaden dran. Und so geht das immer so weiter, natürlich nicht ganz so schnell wie im Video. Und dann entsteht hier unten dieses wunderschöne Armband und das kannst du dann durchziehen, alle Fäden abmachen, unten einen Knoten reinmachen und wenn du möchtest, kannst du kordeln. Da habe ich ein extra Video und übrigens auch ganz viele andere Tutorials für Freundschaftsarmbänder. Also folgt mir gern für mehr.